Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mir immer die größte Freude, wenn Limited Editions mir das Gefühl von Sommer geben. Und heute habe ich die Take Me to the Beach Limited Edition von Riva Loves Me. Und hier ist das ein oder andere Schätzchen drin, was uns noch sehr viel Freude bereitet. Und ich bin super gespannt, wie die Produkte wirklich performen. Wir haben einiges. Wir haben Tattoos, wir haben Lidschatten, wir haben Bronzer, wir haben Sprays, Pinsel und zwei verschiedene Stifte. Und ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Und ich würde vorschlagen, let's go. Ich sehe wieder aus wie die kleine Privatschulmaus vom anderen Ufer der Salem-Schule. Freunde, hello, ich bin wieder da. Mir geht es wieder richtig, richtig gut. Heute ist Donnerstag. Ihr seht das Video, glaube ich, am Montag. Ich bin vor ein paar Tagen von meiner Stammzellenspende zurückgekommen. Und heute ist der erste Tag, wo es mir richtig, richtig gut wieder geht. Ich habe sogar das Gefühl, besser als vorher. Meine Laune ist da. Ich habe mir jetzt 2 Wochen so ein bisschen Ruhe gegönnt. Und heute reden wir über Make-up. Riva Loves Me, meine liebsten Mäuse aus der Drogerie, haben eine neue LE rausgebracht und die sieht sehr vielversprechend aus. Ihr wisst es, ich bin ein riesengroßer Fan von Riva Loves Me, weil die Produkte einfach im Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist nicht nur gut, sondern das ist gigantisch gut, was sie mittlerweile haben. Und sie bringen immer sehr schöne, zusammenpassende LEs raus. Das Schöne ist, manche Produkte wiederholen sich immer so ein bisschen. Das heißt, wenn man vor 1,5 Jahren mal ein Setting-Spray hatte, was einem gut gefallen hat, ist die Chance sehr gut, dass es im nächsten oder übernächsten Jahr wieder in einer anderen LE erscheint. So wie dieses Spray hier. Das ist das Take Me to the Beach Spray. Wobei ich da sagen muss, da ist die Flüssigkeit ein bisschen dickflüssiger. Es kann also sehr, sehr gut auf der Haut aussehen. Probieren wir gleich. Es gibt aber auch etwas, was ich jetzt nicht benutzen werde. Das sind Body Tattoos. Die packe ich euch wieder in eine Verlosung. Gibt es viele verschiedene Motive, die man einfach auf die Haut machen kann. Das sind so goldene Motive. Finde ich persönlich sehr gut jetzt in dieser Jahreszeit. Es geht ja jetzt Richtung Sommer, Richtung Festival Season. Und da ist sowas immer ziemlich cool. Wir haben so Bordüren, wir haben Pfeile, wir haben Federn, Inseln, eine Sonne. Also sehr beach-like, gefällt mir gut. Und finde ich auch sehr gut, dass es mal keine Nagelsticker sind. Damit kann ich ja wirklich gar nichts anfangen. Das ist etwas, das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man vielleicht mal auf ein Event geht oder wenn man vielleicht in Urlaub fährt oder wenn man einfach nochmal ein schönes Foto machen möchte. Eine coole, coole Sache. Es gibt aber auch einen Pinsel. Das ist ein schön großer Puderpinsel. Ich liebe die Farben. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier in der Aufnahme rüberkommt. Ansonsten zeige ich es euch gleich im Close-up. Dieser Farbverlauf von diesem dunklen Metallic Braungold ins Gold ist wunderschön. Und auch diese Haare. Ich mag diese Farbkombination wirklich, wirklich gerne. Das ist ein Puderpinsel. Die liegen ja auch immer so um die 5 Euro. Wirklich eine große Empfehlung. Den will ich jetzt nicht benutzen. Der kommt ins Archiv. Ich habe genug Pinsel hier, aber ein Produkt, Freunde. Ich lieb's jetzt schon. Ich hoffe, ich lieb's. Ich hoffe, ich werde es genauso lieben, wie ich denke. Das ist ein HD Body and Face Bronzer. Ein riesengroßer Bronzer. So sieht der aus. Hat 22 Gramm. Das ist gigantisch groß. Üblicherweise haben Puderprodukte 8 Gramm. Also das ist mehr als das Doppelte. Fast das Dreifache. Sieht einmal so aus. Hat so ein Palmpressing. Riecht auch ganz leicht. Ich kann jetzt aber noch keinen Duft feststellen. Er ist sehr, 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 sehr weich. Der leichte Bronzer zaubert ein natürlich gebräuntes Finish auf Gesicht und Dekolleté für einen makellosen Tarn dank spezieller HD-Pigmente. Das werden wir jetzt ausprobieren. Ich habe tatsächlich mein Make-up schon drauf, habe aber noch nicht so viel Bronzer benutzt. Deswegen nehme ich jetzt einfach einen Bronzer-Pinsel. Er ist sehr, sehr weich in der Verpackung. Also er ist ein bisschen, er ist nicht so fest gepresst. Und den stempel ich mir jetzt einfach mal hier rauf. Und, na, sehe sofort Bronzer. Ich muss immer so ein bisschen gucken mit dem Licht. Der ist sehr, sehr weich, schon fast. Geht so ein bisschen in die, also er ist kein Creme-Bronzer. Aber er fühlt sich auf der Haut sehr, sehr cremig an, weil er ja auch so leicht ist. Blend mir den gleich hier so ein bisschen in die Augenbraue. Gleich nochmal ein Stückchen näher geholt. Der ist sehr zart. Er ist nicht zu dunkel. Er ist auch nicht zu orange. Du kannst ihn aber sehr gut aufbauen. Und dann hast du ein wirklich schönes Ergebnis. Den kann ich mir wirklich gut auf dem Körper vorstellen. Das ist so ein Produkt, da merkst du, wie krass Riva Loves Me in den letzten 5 Jahren geworden ist. Du siehst ein wirklich schön gebräuntes Ergebnis, ohne dass es zu viel ist. Ich gehe jetzt hier nochmal ganz leicht rüber. Er ist super pigmentiert. Ja, jetzt ist die oberste Schicht so ein bisschen weg. Da ist ja meistens so eine kleine Schutzschicht mit drauf. Also du riechst, du kannst den Duft eigentlich nicht wahrnehmen. Wunderschöner Ton. Ich drehe mal kurz das Licht so ein bisschen weg. Es ist alles so dunkel bei mir hier.
Das Display ist hell. Also ich glaube, ihr seht es, der Bronzer ist schön da. Ist ein ganz, ganz zarter Bronzer. Und ich kann mir vorstellen, dass man den auch gut benutzen kann durch diese sehr weiche Textur. Ne? Also du drückst hier rein und du hast schon fast einen Fingerabdruck mit drin. So weich ist der. Der ist nicht so pudrig. Also das ist kein richtig, richtig trockener Bronzer, sondern ein sehr zarter Ton. Gefällt mir vom Packaging her sehr gut. Gefällt mir von der Textur her sehr gut. Und den kann ich mir vorstellen, dass man den auch schön benutzen kann, wenn man keine Foundation trägt, aber trotzdem ein bisschen gebräunt aussehen möchte. Jetzt schon eine 10 von 10. Erinnert mich so ein bisschen, aber nicht so ganz an diesen Tropical Bronzer in dieser Benefit-Verpackung, in dieser Box. Der ist weicher und der ist ein bisschen zarter auf der Haut. HD heißt, dass das Licht auch nochmal ein bisschen anders reflektiert und sich anders auf die Haut legt und etwas natürlicher aussieht. Deswegen sieht es wahrscheinlich in der Kamera auch gerade ein bisschen anders aus. Aber mag ich gerne. Wir haben eine Lidschattenpalette und als ich die gesehen habe, dachte ich mir, boah, krass. Das ist eine 5 sommerliche Lidschattenfarben für atemberaubende Make-up-Looks. Die sieht schon sehr cool aus. Sekunde. Ich liebe ja diese Farben, ne? So dieses Braun, dieses Zartere. Die Verpackung ist halt auch krass. Wir haben 5 Farben, 3 Schimmer, 2 Matts. Ich swatch einmal kurz das Blau. Sehr pigmentiert, ist ein richtig schönes Königsblau. Der Schimmerton ist sehr, sehr weich. Ich sag's euch. Die haben was geändert. Die haben etwas an der Textur geändert und ich lieb's. Leider nur 3 saubere Finger. Es ist ganz schwierig, das über die Kamera rüberzubringen, als hätte ich mich farblich dazu angepasst. War nicht geplant. Ich wusste nicht, dass das Paket kommt. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt, aber wenn ihr die Farben swatcht, gerade auch diese Schimmerfarben, das ist anders als, ich überlege, womit ich das vergleichen kann, die alle kennen. Ist egal. Die Lidschatten sind anders. Die sind anders formuliert. Deswegen starten wir direkt mal mit einem fluffigen Pinsel und ich gehe als erstes in den Bronzer rein, dass ihr den nochmal kurz seht. Der ist sehr, sehr leicht gepresst, ne? Also muss man vorsichtig sein. Und den arbeite ich mir in die Lidfalte und da könnt ihr dann auch nochmal so ein bisschen besser die Farbe erkennen, dass der sehr, sehr weich ist. Das ist ja etwas, was ich persönlich auch super gerne immer mache. Bronzer als Lidschatten benutzen. Das sieht immer super natürlich aus. Jetzt müssen wir aber diesen Bronzer. Also erstmal, die erinnert mich an eine schöne Natasha Denona Palette. Ist aber kein Natasha Denona Dupe, weil Natasha Denona diese Farbkombination auch nicht hat. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Braunton da rein. Oh ja. Und arbeite mit denen in die Lidfalte. Der lässt sich auch sehr gut in den Bronzer mit reinblenden. Viele sagen halt jetzt wieder, ist eine langweilige Palette. Weiß ich nicht. Ich finde, mit diesem Blau ist das halt schon nochmal was anderes, weil das ist halt nicht so ein Pastellblau oder so. Ihr wisst, ich bin nicht der größte Freund von Pastell-Lidschatten auf den Augen. Ich finde sie immer super schön und ich liebe auch Pastellverpackungen. Aber das ist genial hier. Ich habe leider noch keine Preise. Vielleicht finde ich sie online schon. Was wird's kosten? Nicht mehr als 3-4 Euro, die Lidschattenpalette. Und die ist halt auch super zum Reisen. Sehr, sehr intensiv. Schaut euch bitte mal die Farbabgabe an. Und wie schön man die Farbe aufgebaut hat und dann aber auch ausblenden konnte. Das ist halt das, was ich liebe, ne? Reicht ja schon völlig aus. Musste nicht mehr machen. Ich nehme aus meinem Pinselset den flachen Pinsel, die Nummer 3. Und gehe hier in diesen grob pigmentierten goldenen Ton. Geht mit dem Pinsel schon sehr gut. Ziehe mir damit so eine Cut Crease. Aber wisst ihr was? Ich habe ja sonst, habe ich immer gesagt, ich finde es so schade, dass zu wenig Leute über die Marke reden und sich da nicht so rantrauen, weil sie vielleicht vor 5-6 Jahren mal was probiert haben. Mittlerweile bin ich darüber nicht mehr traurig, weil ich weiß, die Mäuse, die wissen, wie gut die Sachen sind, denen brauche ich das nicht mehr sagen. Schaut euch das mal an. Ich gehe jetzt mal von 3 Euro Lidschatten aus. Wunder, wunderschön. Der ist nicht so glitzerig, sondern eher ein bisschen zarter. Aber schaut euch das an, ne? Da muss man nicht mehr viel zu sagen. Ich gehe jetzt gleich mit dem Braun nochmal hier unten lang. Ich möchte gerne das Blau als Inner Corner Highlight benutzen. Klopfe ein bisschen ab und setze mir das hier hin. Ist ein sehr schön dunkles Blau mal. Ist nicht so ein leuchtendes Blau. Ich probiere mal hier so ein bisschen was von diesem Schimmer mit reinzumischen. Dann wird es ein bisschen heller. Und dann nimmt es so ein bisschen diesen Leuchtfaktor weg. Sehr schön. Es gibt auch noch was für die Augen. Das ist ein Take Me to the Beach Metallic Eyeliner. Den kann man rausdrehen. Fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Ist so ein Metallic. Ich swatch das einmal kurz. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch benutzen kann. Oh, ist so ein bisschen Kupfer. Den werde ich jetzt hier nicht mit implementiert kriegen. Ist aber ein sehr schöner Ton. Kann ich mir vorstellen, wenn ihr dunklere Haut habt, den auch als Brow Highlight oder so beispielsweise. Das ist mein ganz... Ach, sehr krass. Guck mal. Du hast einmal das Ding, dann hast du hier hinten noch einen Anspitzer und dann kannst du es hier reinstecken und dann kannst du rausdrehen. Also ist schon spannend. Oder
Ja, bei mir ist jetzt, da für mich ist er jetzt zu dunkel. Den einfach als Eyeliner ziehen. Da seht ihr jetzt nicht viel. Ist eine gute Sache. Ich mache mir mein Make-up so ein bisschen weiter. Nehme jetzt nochmal einen braunen Kajal. Setze mir den ein bisschen auf die Wasserlinie. Und blende den hier hinten ganz leicht. Irgendwie so ein Baby-Wing. Dass es das Auge ein bisschen streckt. Richtig, richtig schön. Ich hätte, glaube ich, gar nicht den blauen Inner Corner Highlight gebraucht. Ich finde, das hätte schon so gereicht. Dazu wäre so ein Lippenöl schön. Ich nehme jetzt hier mal eins für so einen Hauch Farbe. Okay, also ich muss sagen, bis jetzt krass. Dieser Pen, den konnte ich jetzt nicht wirklich testen, aber ich habe ihn euch hier einmal geswatcht. Ist eine schöne Farbe, passt farblich da auch sehr gut zu. Bin jetzt aber gespannt. Es gibt nämlich eins und das wird wieder die Nation spalten. Ein Freckle Pen. Ich weiß nicht, ob es den schon mal gab von River Loves Me. Damit soll man sich Sommersprossen malen können. Passt thematisch in die Kollektion. Mache ich Tatsache im Alltag meistens nicht. Das ist halt wie so ein Augenbrauenstift, ne? Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also an den Augenbrauen ist der super. Damit kannst du halt, der ist recht, ich glaube, ihr seht die Farbe kaum, ne? Die ist sehr, sehr natürlich, so ein fast schon blond. Den kann ich mir gut vorstellen, als wenn ihr sehr, sehr blonde Haare habt, als Augenbrauenstift. Schaut mal, weil der ist nicht so krass pigmentiert und dadurch sehr natürlich. Wir probieren es jetzt mal aus. Meine Finger sind sauber. Na, ist schon krass. Ist schon clever. Also als Augenbrauenstift funktioniert der auch sehr gut. Da finde ich ihn sogar fast noch besser. Der macht sehr zarte Freckles. Also gar nicht so intensive. Ja, jetzt kommt auch langsam die Farbe raus. Und dann kann man den so ein bisschen auftragen. Als Augenbrauenstift werde ich den weiter benutzen. Weil, also das ist nicht meine Augenbrauenfarbe. Aber ihr seht das, schaut mal. Ich kann damit hier oben direkt langfahren. Die Augenbraue sehr scharf nachziehen, ohne dass sie so super fake aussieht. Das mache ich super gerne. Als Freckle-Stift funktioniert er. Muss man so ein bisschen größer, ein bisschen kleiner arbeiten. Ich mache das zu selten, ne? Also das ist jetzt nicht das. Ich weiß aber, dass das viele mögen. Oder vor allen Dingen, was ich immer schön an diesen Freckle-Stiften finde, ist, wenn du schon wirklich eigene Sommersprossen hast, aber gerne Foundation trägst und dann einfach so ein bisschen wieder was zurückgeben möchtest, dass es natürlicher aussieht, mag ich das ganz gerne. Für jemanden wie mich, der von Natur aus jetzt keine Sommersprossen hat, weiß ich nicht, sieht es halt immer. Aber ich glaube, wenn man halt weiß, wie es aussieht, sieht es halt immer nicht so echt aus. Funktioniert gut, die Farbe ist sehr, sehr kühl. Ich benutze ihn als Augenbrauenstift, oder? Als zarten Lipliner. 10 von 10. Und jetzt so ein bisschen, ne, mit so ein bisschen Abstand, sieht das aus? Sehe ich aus wie ein kleiner Beach Boy? Ich liebe den Lidschattenlook. Ich liebe die Augenbrauen gerade sehr. Wobei ich im Moment ja wirklich eher diese natürlichen Braune habe. Aber overall super. Jetzt gibt es noch dieses Spray. Und ich glaube, ihr seht das in der Kamera nicht, wenn ich das jetzt auf mein Dekolleté sprühe. Wobei, wir probieren es aus. Heute habe ich es extra rausgeholt für euch. Es hat einen goldenen Schimmer. Es dauert einen Moment. Ich liebe den Duft. Krass. Das ist ein ganz, so ein bisschen reinlicher, aquatischer Duft. Das habe ich so noch nicht gerochen. Das riecht nicht blumig. Das ist ein ganz eigener, frischer Duft. Oh ja, mag ich gerne. Ich sprühe es mir jetzt ins Gesicht. Es ist eigentlich für den Körper gedacht. Es ist mir egal. Der Sprühnebel ist sehr, sehr fein. Selbst wenn dir das nicht gefällt, hol dir das wegen der Sprühflasche. Also im Gesicht, ne? Ich mag ja sowas, ne? Ich will ja aussehen, als hätte man mich so in Olivenöl gedrückt. So möchte ich im Gesicht aussehen. Das ist schon sehr, sehr viel. Es geht jetzt aber zurück, ne? Also die Feuchtigkeit muss erst zurückgehen. Ich liebe Super Glowy Setting Sprays. Das mit diesem goldenen Schimmer im Sommer. Das ist ja ganz zart, ne? Das ist ja immer noch ein bisschen nass. Es ist auch nicht so super alkoholisch. Das merkt man schon. Ja, ja, guck mal. Es ist erst Wasser und dann Glycerin. Also nicht Aqua-Alkohol oder Alkohol-Aqua, sondern Aqua-Glycerin und dann kommt erst Propan-Diol-Propan. Es ist sonst, also bei diesen Setting-Sprays ist oft Alkohol recht weit vorne, was dann sofort diesen kühlenden und verdunstenden Effekt hat. Dadurch, dass es halt hier ein bisschen Glycerin mit drin hat, wirkt das Gesicht auch super, super frisch. 20 von 10 Punkten, Freunde. Was ist das denn für eine krasse Kollektion gewesen? Ich weiß nicht, was mich gerade an dieser Kollektion so angemacht hat, ne? Weil es ja jetzt nichts Spektakuläres war. Aber ich glaube, weil ich schon so lange nicht mehr so ein Full-Face-Make-up im Gesicht hatte, ich frisch geschnittene Haare haben, meine Wassereinlagerung im Gesicht der letzten 4 Wochen endlich weg sind, ich fühle mich richtig gut gerade. Und es hat richtig Spaß gemacht, die Produkte zu benutzen. Es war kein Produkt dabei, wo ich sage,
Gut, die Tattoos, das bin nicht ich. Bin ich, glaube ich, raus aus dem Alter. Aber völlig egal. Grandiose Kollektion. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr ja schon was davon gefunden. Dann schreibt mir das super, super gerne in die Kommentare. Ich freue mich über die Kollektion. Ich freue mich, dass der Sommer langsam auch in der Make-up-Welt angekommen ist. Vielen Dank, ihr süßen Mäuse. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.